Yo Leute, Sieden hier am Start und willkommen zu einem neuen God of High School Video und damit zu meiner babamäßigen Review von der neuesten Episode. Folge 5 ist am Start, ich freue mich richtig. Diese Folge war God-Tier-Level, ohne Spaß, also es ist ziemlich eigentlich die beste Folge von den 5, die wir bisher bekommen haben. Vielleicht sogar die beste generell aus der Season, vielleicht. Also je nachdem, was so für ein Finale hingelegt wird von der ersten Staffel von God of High School. Aber ich könnte mir schon gut vorstellen, dass diese Folge vielleicht die beste sein könnte. Wir haben eine perfekte Umsetzung gehabt. Also diese Folge hatte wirklich alles, also komplett. Choreografie war krass, Animation war krass, musikalische Untermalung war krass. Wir haben die Übergänge gehabt, die sehr, sehr heftig waren, um eben Devi zu überzeugen, dass er Leuten vertrauen kann und nicht nur diesen einen Kollegen hat, für den er das halt eben alles macht und so weiter. Also wir haben eine sehr, sehr heftige Episode bekommen und das war einfach nur mega krank. Also ich glaube, nach der Folge sollte man den Titel auf jeden Fall schauen. Dieser Titel ist mega krank und könnte vielleicht auch sogar schon Anime des Jahres werden. Also ich meine, dieses Jahr haben wir sowieso nicht so heftige Titel wie im Jahr zuvor. Aber God of High School, einfach verdammt gute Adaption. Unabhängig vom Pacing, unabhängig vom Webtoon, das habe ich ja beim letzten Mal schon angesprochen. Ich werde die Vergleiche da nicht mehr großartig machen. Hier und da mal noch so ein paar kleine, aber ansonsten nicht wirklich weiter das Ganze. Ich werde den Anime an sich betrachten und der funktioniert halt, wie er eben ist. Kurz zur Info, heute kommt 2 Videos, das heißt, das hier ist das erste Video, am Abend kommt nochmal 7 Deadly Sins, wir werden heute über das Lancelot-Kapitel sprechen, das ist nämlich rausgekommen, also ein neues Kapitel, One-Shot und so weiter, das hatte ich schon angeteasert, das wird auf jeden Fall ziemlich interessant werden, deswegen da auf jeden Fall reinschalten, damit ihr das nicht vergessen solltet und damit können wir loslegen mit diesem Video hier, wenn es euch gefällt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und natürlich ein Abo auf dem Kanal, wenn ihr nichts mehr zu God of High School verpassen wollt und wir können loslegen mit dieser Episode. Die Folge hat mir ziemlich gut gefallen, insgesamt betrachtet, also wir haben eine dramatische Folge wieder für Han Devi. Das Ganze fängt auch damit an, dass er auf dem Klo hockt nach dem Halbfinalkampf gegen Mira und da erstmal seine Seele aus dem Leib kotzt, also das fand ich auch wieder sehr, sehr nice dargestellt. Wir haben natürlich auch die Bestätigung am Anfang der Folge noch, dass sein Kollege noch am Leben ist, also für all die Klugscheißer beim letzten Mal, die mir in den Kommentaren reingeschrieben haben, oh, der Typ ist tot und so weiter. Wenn ihr schon Webtoon-Leser seid, dann würde ich euch mal einen Tipp geben, und zwar den Webtoon richtig zu lesen und nicht irgendwas Falsches da rein zu interpretieren, weil das war auch im Webtoon nicht so. Also das war ja wichtig, dass man seinen Kollegen quasi ihm nimmt im finalen Fight gegen Mori, damit er nochmal extra angespornt ist. Das war ja auch quasi das Ziel von Mujin Park, ihm das genau dann zu sagen, damit in ihm nochmal extra diese gewisse Kraft erweckt wird und er quasi zu dem zweiten Tigerjunges werden kann, sozusagen. Darauf gehen wir gleich nochmal im Detail ein. Erstmal sehen wir natürlich den zweiten Halbfinalfight. Wir haben Jin Mori gegen Björn Yehi, so nenne ich ihn jetzt einfach mal, ist Safe Call falsch ausgesprochen, ist mir aber Latte. Der Typ ist im Webtoon definitiv länger am Start, hier in dem Anime fast gar nicht. Also Mori one-shottet den gefühlt mit seinem Tornado-Mega-Dreifach-Kick, also das ist wirklich mega krass. Also der Typ hat fast gar keine Screentime. Der Kampf ist ganz schnell vorbei, Mori macht halt kurz einen Prozess und macht halt direkt ernst. Finde ich sehr, sehr nice. Wir kommen also direkt zu dem realen Shit, zum Finale. Finde ich nicht schlimm vom Pacing her und so weiter. Ich finde es wirklich sehr gut, dass Mori hier direkt zeigt, yo, ich will direkt gegen Devi kämpfen. So einen auf den. Ich mache direkt jetzt ernst, das geht nicht. Und er kennt natürlich auch nicht die Situation von Han Devi. Deswegen macht es das Ganze auch nochmal so interessant oder so nice einfach, dass Mori sich halt nicht zurückhält. Weil genau das wird in dieser Episode auch nochmal von Miras Seite aus gesagt. Hätte Mori in dieser Episode gewusst, wie es um Han Devi steht, also warum er sich so verhält, hätte er sich Safe Call zurückgehalten. Er hätte sich Safe Call zurückgehalten, hätte vielleicht aufgegeben oder sonstiges. Er hätte nicht ernst gemacht und ich denke, alle Beteiligten wollten diesen realen Fight oder diesen realen Shit von Jin Mori haben und deswegen weiß er darüber eben nicht Bescheid. Und Mira halt später auch in dieser Episode meint dementsprechend, dass auch Han Devi das nicht zu ihm sagen soll, weil er sonst definitiv
sich zurückzieht oder sonstiges. Bevor wir auf das Finale kommen, will ich ein paar Sachen über Han Devis Vergangenheit ansprechen, die in der Folge auch gezeigt wurden, die ich im Webtoon auch ziemlich cool fand. Wir sehen, dass Devi mal früher ein Schlägertyp war, aber nicht wirklich viele Freunde hatte und die sich eigentlich ihm nur angeschlossen hatten, also seine Gruppe und so weiter in der Schule, weil er halt stark war, beziehungsweise weil er ja, sich halt quasi so mit anderen messen konnte und so weiter. Also die waren einfach an seiner Seite und er hat die quasi nur ausgenutzt, so wie sie ihn ausgenutzt haben. Und der Typ, der halt im Krankenhaus ist, der jetzt diese Krankheit hat, mit dem war er eigentlich nicht immer befreundet, aber er hat ihm mal gegen so eine Gangsterbande geholfen oder so etwas. Und die beiden haben sich auch immer gefetzt. Also das war irgendwie Teil ihrer Freundschaft, dass sie sich mal gegenseitig ein paar auf die Fresse hauen. Das fand ich ziemlich unterhaltsam auf jeden Fall. Aber das macht das Ganze auch irgendwie so sympathisch. Also gerade sein Kollege ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Hoffnungsschimmer für Han Devi. Und natürlich auch der Main-Grund, warum er in diesem Turnier überhaupt mitmacht. Der finale Fight beginnt dann von den beiden. Wir sehen, dass sie direkt beide ernst machen. Auf jeden Fall ziemlich heftig. Ich würde trotzdem die Behauptung in den Raum stellen, dass man von Anfang an eine gewisse Dominanz von Mori merkt. Also Mori macht ernst, aber er hat nicht diesen Beweggrund. Er hat nicht das Motiv, den Grund, warum er hier mitmachen möchte in dem Sinne. Also er hat nicht das Ziel oder irgendeinen wichtigen Punkt, den er halt mit dem Wunsch erfüllen möchte, sozusagen. Wie zum Beispiel bei Mira oder ganz wichtig bei Han Devi. Han Devi ist angespornt, er ist motiviert wegen genau dieser miesen Lage, weil sein Kollege im Sterben liegt. Und das ist halt das Ding, das Mori nicht durchläuft. Und ich denke, wenn wir das Ganze umdrehen würden und Mori auch in so eine Lage bringen würden, dann wäre er auch nochmal ganz anders stark in dem Sinne. Deswegen ist das Verhältnis hier ein bisschen anders. Ich denke, wenn Mori auch in so einem Verhältnis stehen würde, dann wäre er deutlich stärker als Han Devi, aber er ist es auch generell sowieso schon. Trotzdem tankt hier Mori einige Schläge und die Kampfchoreografie war unnormal nice. Man hat in den Schlägen von Han Devi wirklich diesen Schmerz und dieses Leid einfach gespürt von ihm. Das war mega nice. Die ganze musikalische Untermalung war God-Level. Alter Schwede, habe ich das gefühlt. Das war mega krank. Und Mori hat einfach ernst gemacht, ja, ohne zu wissen, was da passiert. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, er hat so diesen Schmerz von Devi gespürt, ohne dass er weiß, was eigentlich los war. Aber das hat das Ganze auch einfach von der Szene her so mega nice gestaltet. Das war echt krank. Innerhalb des Kampfes sehen wir immer mal wieder diese Vergangenheitsszenen von Devi, was ich mega nice fand. Und dann kommt natürlich die Nachricht rein, als Mira das Krankenhaus verlässt, weil ihr Aufenthalt dort zu Ende ist und sie wieder geheilt ist, so mäßig, sieht sie, dass Devis Kollege dort auch liegt, von der gleichen Nanotechnologie und so weiter geheilt werden soll, aber das Ganze kommt zu spät und sie erkennt den Grund, warum er sich so verhalten hat, also warum Devi sich so im Halbfinalfight gegen sie eben verhalten hat und sie erkennt, dass er für seinen Freund gekämpft hat. Dementsprechend übergibt sie ihm dann halt auch den Brief, den er an Devi hinterlassen hat, als er gestorben ist und Mujin Park informiert auch Devi quasi in dem finalen Fight darüber, kurz nachdem quasi es schon entschieden ist und so weiter, dass sein Kollege eben gestorben ist. Das macht er aus dem Grund natürlich, damit Devi quasi neue Kräfte erwecken kann, beziehungsweise damit er sich nochmal anspornt, damit er nochmal alles aus sich herausholen kann, denn er sagt selber, wenn man am Tiefpunkt ist, dann erweckt man ganz neue Fähigkeiten. Mira kommt dann rein und unterstützt Devi auch nochmal, weil Mori anscheinend dominiert und am Gewinnen ist und sehr, sehr viele Taekwondo-Kicks raushaut und so weiter, also ich gehe jetzt nicht besonders auf die Kräfte oder so etwas ein, auf jeden Fall dominiert Mori schon diesen Kampf, würde ich schon sagen, auch wenn er hier und da mal ein paar Schläge kassiert und auch mal Blut spuckt und so weiter. Ich würde trotzdem sagen, Mori ist den ganzen Fight am Führen. Und das finde ich ziemlich cool von Mori, dass er sich quasi so die Ohren zuhält und der Schiedsrichter das halt irgendwie nicht mag, dass der Kampf so mäßig unterbrochen wird von einer außenstehenden Person und so weiter. Und Mori ist das so egalmäßig, also er spielt da ein bisschen mit dem Schiedsrichter rum. Und er weiß nicht, was im Hintergrund so abgelaufen ist mit Devis Kollegen und so weiter. Und er lässt es einfach zu. Also er denkt sich wahrscheinlich irgendwie seinen Teil, okay, die haben ihr Kriegsbeil begraben. Also er weiß natürlich nicht, was da vorgefallen ist, aber er hat halt nur gesehen, dass Mira und Devi sich halt gekloppt haben und Mira dann diese Verletzung hatte und so weiter. Und Mori muss sich halt wahrscheinlich auch irgendwie
fragen, yo, die haben das schon geklärt, so mäßig. Und ich finde es einfach korrekt, dass er da einfach drüber schaut, so mäßig. Dass er dann trotzdem ernst machen kann, dass er das Ganze respektiert und nicht weiter auf Devi einprügelt oder so etwas. Er respektiert ihn trotzdem nach dieser Aktion von Devi und das feiere ich in dieser Episode einfach. Und ja, er hört halt einfach nicht auf den Schiedsrichter und tut so, als würde er ihn einfach nicht hören oder, ja, sehen oder so etwas. Dann geht's in die finale Runde sozusagen. Wir sehen dann, dass Devi und Mori beide wieder ernst machen und ihre Special Moves raushauen. Und da fand ich's wirklich ziemlich nice, denn der Artstyle hat sich ein bisschen geändert. Wir haben wirklich gesehen, dass das Ganze sehr, sehr Webtoon-mäßig oder ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, sehr, sehr abgespaced aussah. Also der Style hat sich ordentlich verändert oder dem Kampf auch sehr angepasst. Also das sah sehr, sehr cool aus, das hat sehr gepasst und das hat das Ganze auch so sympathisch gemacht, wie die beiden auch dann am Ende dieses Kampfes auch Spaß hatten einfach. Wie Devi und Mori beide Spaß an diesem Fight hatten, das hat mir die beiden Charaktere auch nochmal wieder um einiges sympathischer gemacht, als ich sie ohnehin schon fand. Nicht mehr normal. Am Ende des Kampfes gewinnt Mori. Er haut dann seinen Special Move raus, seine wahre Kraft vielleicht auch, ich weiß nicht. Und er gewinnt gegen Han Devi. Han Devi fällt zu Boden und Mori gewinnt das God of High School Turnier, zumindest die Qualifikation davon. Also das war ja die Qualifikation in den Städten und so weiter, das wurde ja soweit besprochen. Devi erkennt innerhalb des Kampfes, dass er für sich selber kämpfen muss. Das geht aus dem Brief hervor, den er von Mira bekommen hat, den sein Kollege ihm halt hinterlassen hat und so weiter. Er soll sich um sich selber Gedanken machen und nicht nur immer die ganze Zeit für andere kämpfen. Nach dem Ending kommt auch nochmal eine Szene, wo wir quasi das Bild von seinem Kollegen sehen und ein Bild von Mori, Devi und Mira, wie man quasi Devis Entwicklung sieht, dass er auch neue Freunde gefunden hat und nicht alleine in der Welt die ganze Zeit herumstolziert und nur diesen einen Kollegen hat, an den er quasi gebunden ist. Das fand ich auch sehr, sehr cool, denn das ist auch etwas, was in dem Brief quasi steht, dass er auch andere Freunde haben soll oder dass er mehr Leuten vertrauen soll, dass er für sich selber kämpfen soll und so weiter und so fort, dass er quasi ein bisschen an sich arbeiten soll. Und das passiert im Laufe dieses Kampfes und das fand ich so gut dargestellt und veranschaulicht. Ich glaube, das hätte man gar nicht besser machen können. Das war weitaus besser als im Webtoon, meiner Ansicht nach, wegen diesen ganzen Kleinigkeiten, Musik, Choreografie und so weiter und so fort, die Übergänge von den Vergangenheitsszenen wieder in die Gegenwart und wieder zurück und so weiter und so fort. Das war einfach nur eine absolute Baba-Folge. Ohne Spaß. Fazit zu dieser Episode, Fazit zu God of High School, schaut das ohne Spaß. Was soll ich sonst noch sagen? Ich bin auf jeden Fall gespannt, was da die nächsten Folgen noch so kommen wird, jetzt wo das eigentliche Turnier God of High School vorbei ist. Das wäre es von meiner Seite aus gewesen. Lasst mir gerne eure Meinung zu dieser Episode unten in den Kommentaren da und natürlich einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Merkt euch, heute Abend Seven Deadly Sins, ganz wichtig, einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao!